voll in die Mayo reintunken. Mmh. Oh, lecker. Oh, na, hallo. Mmh. Mal schnell meinen Arm hoch beiseite stellen. So, weil da geht es ja nicht in diesem Video drum. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe Post bekommen. Post von Mattel. Eher genauer gesagt RLC Club. Ich habe mir letztes Jahr, glaube ich war das, ich meine, oder war das Anfang diesen Jahres, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich mir den Pandem Datsun 280 ZX gegönnt. Zweimal. Weil ich überlege, einer kommt sowieso an die Wand und einer wird entweder ausgepackt oder abgegeben, getauscht. Ich weiß es noch nicht, was ich damit mache. Aber ich tendiere eher zum Auspacken. Ja, huch, habe ich euch gedreht? Wollte ich nicht. Oh. Ja, wie gesagt, ist endlich da. Ich habe es schon ausgepackt, weil ich es nicht erwarten konnte. Mein erstes Päckchen vom RLC Club. Ja. Hab da noch eins bestellt. Also ein anderes Auto, aber schon letztes Jahr. Und das dauert halt noch ein bisschen, bis es da ist. Ja. Um dieses schöne Auto soll es gehen. Wie man sieht. Auf der Motorhaube. Ich würde sagen, ich hole ihn einfach mal raus aus der Verpackung. Vielleicht sieht man ihn dann besser. Aus der Verpackung gucken wir. Na, hier ist die Rückseite. Elite 64. Ein paar Daten haben wir da. Hier sieht man das Auto von der Seite. Ja. So sieht es von der Vorderseite aus. Also im Prinzip genauso wie da. Es ist hier nur etwas größer. Man sieht das Auto auch von der Seite. Dann haben wir hier. Dann haben wir da. Hot Wheels, Nissan steht drauf. Verstehe ich sowieso nicht, warum steht da Nissan und da dazu. Ist ja auch egal. Und dann steht noch irgendwas drauf. Rocket, Bunny, Racing, bla bla bla, irgendwas. Ja, so sieht er von hinten aus. So, so von vorne, so von unten. Die Räder sind natürlich auch schick. Ja, ohne Frage. Geile Räder. Ja, wie gesagt, das Ganze habe ich mir zweimal. Man konnte sich dieses Auto pro Account zweimal gönnen. Manchmal kann man ja auch fünf Autos pro Account. Aber ich habe mir zwei Autos. Ich habe auch nur einen Account, mehr brauche ich eh nicht. Ich könnte mir noch einen zweiten machen, dann könnte ich mir nochmal zwei davon kaufen. Aber warum sollte ich das machen? Die Zeit ist vorbei, wo ich sage, oh, ich kaufe mir mehrere, dann kann ich umbauen oder sowas alles. Die Zeit ist vorbei. Hier hinten haben wir Daten stehen. Country of Origin, Japan, ganz klar. Produced from 75 bis 1978. Ja, und was alles. G-Track 6-Speed Manual, also keine Ahnung, ich glaube 6 Gänge oder so, ich weiß es nicht. Ja, und ich denke mal, dass die Zahl, die hier drauf ist, ist wahrscheinlich das 9. Elite 64 Modell. Gehe ich mal von aus. So. Kommen in diesen schönen Blister von Hot Wheels. Ja, diese eckigen. Muss ich ganz ehrlich sagen, tausche ich jedes Mal aus, wenn ich ein Auto in so einem Blister bekomme. Weil ich habe diese Blister bekommen. Diese Blister sind von Freaky Monkey. Habe ich mir mal gekauft. Die sind wesentlich geiler. Erstens schon, weil sie abgerundet sind. Kann man jetzt vielleicht, ja, so sieht man es. Die sind hier abgerundet. Der originale ist eckig, wie man sieht. Und ich finde diese Blister auch nicht schön. Erstmal sind sie, wie man da oben sieht, meistens zerkratzt oder geknickt oder kommen kaputt an. Und hier, gut, hier hinten ist jetzt als blödes Beispiel, haben wir auch einen kleinen Kratzer drin. Aber das stört mich nicht. Die sind abgerundet. Alle meine Autos kommen mittlerweile in diese Blister. Ja, wie man sieht, da kann man schön reinmachen. Werde ich auch direkt mal machen. Oh, hier ist der Staub drauf. Ja, werden wir uns das Auto direkt mal da reinmachen. Und dann mal schauen. Zack und zack. Und schon haben wir ihn in einem neuen Blister drin. Schön abgerundet. Im Gegensatz, naja, gut, der ist auch abgerundet. Aber die sind viel cooler.
Ja, jetzt nur noch gucken, welche Karte besser aussieht. Und dann wird der, der besser aussieht, also wo die Karte besser ist, schöner ist, zu meinen anderen Autos nebenan, in mein Bastelzimmer gehangen. Und ja, die Karte ist auch ein bisschen größer, so wie es aussieht. Ja, ihr seht, die Karte hier, die neuere, die abgerundete, ist auch ein minimal größer. Ja, wie gesagt, der andere, ich denke mal, wird ausgepackt. Ja, das wollte ich euch kurz zeigen. Ich bin voll begeistert von dem Auto. Ist einfach nur ein cooles Auto. Und ja, wie gesagt, ach ja, genau, habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich wollte ja noch von vorne zeigen. Hier, so sieht er von vorne aus. Details dran. Und so von hinten. Auch Rückleuchten dran, alles. Hinten steht auch nochmal ein Nissan Rocket Bunny Racing. Ja, da bin ich gespannt, welchen von beiden ich auspacke. Also, haut rein, Leute, und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.